Willkommen zu meinem Turnier und damit willkommen zum Spiel zwischen dem FC Bedford und dem FC Bayern München, heute aus dem Cactus Stadium. Ich bin der Dennis vom Kanal M615, Kommentator des Turnieres und auch heute des zweiten Halbfinales um den fünften Platz. Ja, wer folgt auf Liverpool? Das ist die große Frage. Gestern ja ein Schützenfest. Liverpool hat zumindest bewiesen, mit denen kann man rechnen, auch wenn es nicht gereicht hat zum Finale. Trotzdem, Platz 5 ist ja auch schon mal eine Leistung. Aufstellung, als erstes kommt, wer natürlich im Blickpunkt ist, Robert Lewandowski wieder. Noch nicht so viele Tore erzielt in diesem Turnier. Aber vielleicht ändert sich das heute. Bislang ja eher der Torschütze Arjen Robben. Schauen wir mal. Also der FC Bedford, wenn man das mal so sagen darf, völlig überraschend hier. Als letztes gegen die Wolves verloren, die als die Überraschung des Turniers gelten. Der FC Bayern München hat verloren gegen den FC Schalke 04 im rein deutschen Duell. In der Verlängerung. Das wollen sie hier und heute auf jeden Fall wegmachen wieder und beweisen, ja, man hätte auch einen Platz 1 spielen können. Aufstellung vom FC Bedford. Keine großen Überraschungen, alles wie gehabt. Thank you. Enjoy the game. Beim FC Bayern München, da haben wir uns schon ein bisschen gefragt, ob wirklich die Aufstellung so in Ordnung ist. Trotzdem, sie spielen genau mit derselben Elf wie gegen den FC Schalke 04. Mal schauen, ob sie auch im Spielverlauf die Sache auch wieder umstellen. Das wird sich heute zeigen. Damit willkommen zum Spiel zwischen dem FC Bedford in den gelben Trikots gegen den FC Bayern München in Weiß. Und damit kann es losgehen aus dem Cactus Stadium. Ja, beide Teams. Beim einen, klar, war zu erwarten, dass sie so weit kommen, beim anderen eben nicht. Mal schauen, ob Bedford jetzt hier die nächste Überraschung hinlegt. Gray ohne große Bedrängnis. Cleverly, ja, wollte wahrscheinlich wieder stoppen für Gray. Das hat aber nicht so gefunktioniert. Carrillo. Und gut dazwischen gegangen von Alaba. Müller. Doppelpassspiel mit Lewandowski. Hummels. Natürlich versuchen sie hier die Lücken zu finden. Klar, wir wissen, es ist Halbfinale um Platz 5. Also den Gegner darf man hier auf keinen Fall einfach so zur Seite legen. Oder einfach so als einfach befinden. Auch wenn der FC Bedford vielleicht in der Premier League nicht das erfolgreichste Team ist, der hinter den ganzen anderen großen Teams hinterherhinkt. Trotzdem, das Turnier ist halt immer eine kleine Überraschungstüte. Gray. Ah, sollte auf Carrillo gehen, das hat er aber nicht gut gemacht mit dem Pass. Müller. Und Kimmich. Arjen Robben. Ja, das Mittelfeld passt hier auf. Klar, die müssen erst recht auf diesen Niederländer aufpassen. Bislang ja der torgefährlichste Münchner in diesem Turnier. Cleverly. Cleverly gegen Süle. Flanke kommt. Kopfball auch und dann geht er rein. 1-0 Bedford. Richard Leedson trifft. Der linke Mittelfeldmann. Aber wenn man sich das jetzt hier nochmal anschaut, wird es wahrscheinlich gleich schön sehbar sein. Ja, Manuel Neuer mit der zweiten Hand hat er ihn ins Tor gebuxiert. Und dementsprechend wird es auch als Eigentor gewertet. Eigentor Manuel Neuer. Bitter, bitter für die Münchner. Jetzt klappt das schon wieder nicht. Und jetzt macht es auch noch das Eigentor. Waren die Erwartungen vielleicht zu hoch?
Für Watford natürlich nicht. Die sind wahrscheinlich jetzt voll in Ekstase. Den großen FC Bayern München. Da liegen sie vorn. Alaba. Ja, gefährlicher Pass. Come on. Come on, versucht sich da durchzutrippeln. Ein bisschen mit Flipper-Optionen, aber Gummis hält den. War ja in dieser Saison nicht immer der sicherste sicherste Keeper. Kinsley, come on. Und der Ball ist wieder futsch und wieder Möglichkeit. Watford und Alaba, der macht hier einen nach dem anderen Strich durch die Rechnung von Watford. Der steht immer zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Wenn sie da nicht durchkommen. Das macht der Österreicher da auf der linken Seite richtig gut. Gray. Und Cleverly. Guter Pass. Pereira. Flanke kommt. Kopfball auch. Und er ist geklärt. Gespielt. Die Münchner haben noch nicht so ganz wirklich die richtige Taktik rausgefunden gegen den FC Watford. Und so erst recht nicht. Kirby und Martinez kriegt den Ball, kann ihn aber auch behaupten gegen den Engländer. Vidal. Ja. Pässe müssen da genauer sein. Carrillo und Lively. Schön gefährlicher Pass auf Gray. Gray in die Mitte und der Kopfball, ja, war ja als Vorlage für Cleverly gedacht. Aber dann der Abschluss hat nicht so ganz das gebracht, was sie eigentlich am Ende erwartet hätten. Lewandowski, der hier heute nicht wirklich viele Bälle behaupten kann, der Pole. Martinez und Vidal. Ausgespielt, Kinsley Coman, der Franzose hier. Ah, spielt den Ball langsam Richtung Lewandowski. Verteidigung kann den Ball nicht bearbeiten. Alaba. Wieder zurück, Vidal. Ja, die wollen hier Richtung Flügel, die wollen hier eine richtig, richtig gute Flanke ziehen, aber so wirklich kommen sie da nicht durch. Kommen bis zur Linie, aber weiter nicht. Jetzt vielleicht, letzte Möglichkeit. Robert Lewandowski, schöner Pass! Und dann ist abseits. Oder ist es nicht abseits? Wir haben den Schiedsrichter, ja genau, wir haben den doch gesehen, dass er sein Fähnchen oben gehoben hat. Es war abseits. Vidal mit der Riesenmöglichkeit zum Ausgleich. Aber es war abseits. Vielleicht jetzt die letzte Möglichkeit, vor Ende der ersten Halbzeit das zweite Tor zu erzielen. Würde natürlich enorme Sicherheit bringen. Gray. Gray gegen Hummels. Flanke kommt auf die andere Seite. Ballannahme. Ja gut, kann er besser. Hat er schon besser gezeigt. 1:0 für den FC Watford gegen die Münchner. Durch das Eigentor von Manuel Neuer. Lewandowski wieder nicht so ganz auf dem Feld. Und das wird sich jetzt in der zweiten Halbzeit zeigen, ob die Münchner zurückkommen oder Watford das Ding über die Runden bringt. Die 42 Minuten gehen los. Beide Teams wieder auf dem Feld. Aktuell sieht es ja danach aus, dass wir beim Spiel um Platz 5 ein rein englisches Duell kriegen. Nämlich beim Spiel zwischen den FC Liverpool und dem FC Watford. Wenn sie diese 1:0 Führung halten. Man sieht jetzt auch schön, dass die Münchner sehr, sehr defensiv arbeiten. Ungewöhnlich. Vielleicht wollen sie jetzt hier ein bisschen auf Konter bauen. Lewandowski. Und Kinsley Coman. Müller. Doppelpassspiel mit Lewandowski. Hat wieder nicht funktioniert. Kontermöglichkeit. Gray. Gray läuft allen weg. Gray.
Ja, das ist eben die Möglichkeit. Das ist es eben. Gray mit sehr vielen Chancen auch in diesem Turnier, aber immer mal wieder scheitert er am Torhüter. Diesmal an Manuel Neuer. Ecke Redford. Gray bislang mit einem Tor in diesem Turnier. Und das in dem Spiel, wo sie dann später verloren haben. Ecke Hollebas. Ecke kommt aus der Entfernung und es ist das 2:0. Und er macht endlich sein Tor. Ecke super geschlagen. Luftlöcher von Ian Robben. Und dann eingechippt von Gray. Und damit trifft endlich die Nummer 18 vom FC Redford. Und Redford führt gegen die Münchner mit 2:0. 54. Minute, zweiter Saisontreffer für den Engländer. Und jetzt natürlich, jetzt müssen die Alarmglocken vom FC Bayern München läuten. Aktuell droht das Spiel um Platz 7. Und das ist gleichzusetzen mit dem Spiel der schlechtesten Erstplatzierten. Müller. Die Münchner machen das ja auch nicht schlecht, bloß der letzte Pass, der fehlt immer. Der letzte Pass ist der, der das Ausschlaggebende ist. Martinez und Lewandowski. Schöner Pass, Müller. Und er ist wieder weg, der Ball. Ja, weil die Verteidigung sich hier nicht verunsichern lässt. Klar, wie schon erwähnt, die Münchner, großer Verein, großer Name. Ja, muss man Respekt haben, aber es kann eben auch anders gehen. Möglichkeit hier zum 3:0. Abgefälscht, Eckball. Wechsel. Gray verlässt den Platz. Diney kommt rein. Auf der anderen Seite. Müller geht. Thiago kommt. Also ab in die Offensive. Ecke kommt. Ecke geklärt. Nächste Chance. Redford. Über Hollebas. Hollebas gegen Vidal. Ja, Flanke. Abgewehrt. Bayern wieder am Ball. Über Ian Robben. Und Martinez. Alaba. Ja, ich habe den schon vorhin gelobt, den Alaba. Der hat das richtig gut gemacht in der ersten Halbzeit. Das war jetzt eher nicht so optimal. Carrillo. Und Deney eingewechselt. Carrillo abgewehrt und der kann jetzt nicht verwertet werden. Den Münchner bleiben noch 20 Minuten, um jetzt irgendwie diese Blamage gegen den FC Redford zu vermeiden. Aber es deutet alles darauf hin, dass sie sich hier blamieren werden. Weil Redford das hier gut konzentriert runterspielt. Thiago. Doppelpassspiel mit Robert Lewandowski. Da ist er wieder. Jetzt come on. Nö. Alaba holt sich aber den Ball noch vor der Auslinie, den er dann gegen Carrillo verliert. Also heute die Münchner wieder wirklich neben der Spur. Vielleicht ist das auch so ein bisschen zu verschulden, weil sie jetzt letztes Jahr gegen die Schalker verloren haben in der Verlängerung. Wer weiß, wer weiß. Lewandowski und Kimmich. Mittlerweile auch weit nach vorne gerückt, der eigentliche Verteidiger. Dementsprechend fehlt da hinten. Klar, aber die Münchner hier mit kompletter Offensivität. Die müssen noch zwei Tore schießen. Come on! Da ist das erste. Und ab dafür. Und Kingsley Coman trifft. Und jetzt brauchen sie noch ein Tor. Zweiter Saisontreffer für die Franzosen. Und Bayern bleiben noch 10 Minuten. 10 Minuten für die Aufholjagd. Da hat mal einer gepasst. Da hat einmal die Manndeckung von Redford nicht gepasst und dementsprechend der Anschlusstreffer. Der Ball kam viel zu schnell für Gomis. Dementsprechend dran vorbei.
2-1. Dem Trainer natürlich gefällt es gar nicht. Und Kinsley Coman, Nummer 29, zweiter Treffer im Turnier, 80. Minute. Den Bayern bleiben noch 10 Minuten, um das Spiel zu drehen. Andersrum natürlich, Redford, bleiben auch noch 10 Minuten, um noch ein bisschen zu erhöhen, das Ding hier in sichere Gewässer zu fahren. Lewandowski, langer Ball Richtung Arjen Robben. Robben gegen Hollebas. Das hat ja heute eigentlich für den Griechen immer gut gepasst. Kimmich. Und weg ist der Ball. Und jetzt bloß nicht vertändeln, werden sie sich sagen. Nächste Angriffschance der Münchner. 3 Minuten noch. Thiago. Gefährlicher Pass Richtung Martinez. Martinez auf Hummels. Und der Ball geht übers Netz. Wechsel, klar. Offensiver raus, defensiver rein. Das Ding jetzt nur noch über die Runden bringen. Nur noch über die Runden bringen. Cleverly verlässt den Platz. Kapoor kommt rein. Ecke Bayern. Süle. Selbst Manuel Neuer vorne. Klar, er muss jetzt. Die müssen ja jetzt was machen. Und er geht drüber. Und natürlich, Redford hat jetzt enorm Zeit. Und die werden sie sich wahrscheinlich auch nutzen. Klar, der Niederländer beschwert sich. Er stand da gut frei. Aber 3 Minuten Nachspielzeit wird angezeigt. Aber er wurde nicht angespielt. Gomis lässt sich enorm viel Zeit. Der Schiedsrichter da jetzt nicht eingreift. Natürlich für die Bayern zur Unmute. 3 Minuten werden auch jetzt noch im Stadion hier durchgesagt. Ja, klar, vorne fehlen die Stürmer. Die haben sie jetzt nach hinten gestellt. Alles auf Verteidigung. Reira. Und dann war's das. Der FC Redford besiegt die Münchner mit 2-1. Ja, am Abschluss ist es einfach das Eigentor gewesen von Manuel Neuer, das den Sieg für Redford gebracht hat. Man of the Match, klar, André Gray hat heute das Tor erzielt und Robert Lewandowski schon wieder enttäuschend. Die Münchner spielen demnächst um Platz 7 gegen Petit Sevilla und Liverpool spielt gegen Redford. Redford gewinnt mit 2-1. Bis zum nächsten Mal und ciao.